Mehr als 80 Mitarbeiter verschiedener Hilfsorganisationen waren am Donnerstagabend in Wedel in Schleswig-Holstein im Einsatz. Sie waren von Augenzeugen alarmiert worden, die eine Person beobachtet hatten, die in der Elbe untergegangen und nicht wieder aufgetaucht war. Mit mehreren Tauchern, 10 Booten und einem Hubschrauber wurde nach der Person gesucht. Kein leichtes Unterfangen für die Rettungskräfte, die nicht nur auf eine starke Unterströmung achten mussten, sondern auch auf vorbeifahrende Schiffe. Ja, wir haben hier im Moment sowieso das generelle Problem, dass die Taucher nicht weit ins Wasser reinkommen können, um hier die Personensuche fortführen zu können. Der Schiffsverkehr wurde hier aktuell durch die Wasserschutzpolizei minimiert, dass das nicht zu einem erhöhten Aufkommen durch Schiffe kommt. Im Einsatz war auch ein Sonargerät, das Gegenstände unter Wasser aufspüren kann. Mit diesem Gerät wurden gleich mehrere Stellen aufgefunden, die anschließend von den Tauchern untersucht wurden. Doch ohne Erfolg, die Suche wurde nach 4 Stunden eingestellt. Über weitere Maßnahmen sowie die Ermittlungsarbeiten entscheidet jetzt die Polizei.